Höhle, die werden wir erkunden. Wir werden schwimmen müssen, wir werden auf eine Moräne treffen, die uns angreift. Wir werden Rätsel zu lösen haben und die ersten Fallen stellen sich uns in den Weg. Das war es in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen. Wir machen weiter mit Tomb Raider. Und zwar sind wir hier auf dem Weg zu der Ruine. Da haben wir schon mal die Figur der Göttin des Vollmondes und auf der Rückseite die Figur des Neumondes. Und der Schlüssel liegt jenseits ihres Blickes. Ja, da sehen wir schon hier unten die Höhle in Schädelform. Und der Eingang muss da unten sein, da werden wir jetzt hingehen. Ich muss da runter, ja, das muss ich wirklich. So, jetzt kommt das ganze Axtgekletter springen. Und dann mit der Quadrattaste. Und dann können wir uns abseilen, ob jetzt mit R1 oder R2. Das ist egal. Schau mal. Ist beides gleich. Ja, also es ist nicht so, dass es jetzt ein unterschiedlicher Style wäre, wie sie sich abseits immer R1 oder R2 nimmt. R2 oder L2 natürlich. Ja, das ist egal. Es ist immer dieselbe Bewegung. Und wir sehen schon hier, wo ich, was ich vorhin schon gesagt habe, Felsen, die hier absplittern. Und jetzt müssen wir da drüben hinspringen. Schauen wir, ob wir es beim ersten Mal hinkriegen. Okay. Wir sehen vielleicht. Na. Von hier aus sehen wir es noch nicht. Ich muss noch. Das ist so weißlich, ne? Diese Steine hier, diese Kanten. Dann von der anderen Seite, da muss ich nämlich hier, ach so, nee, noch nicht, ich dachte, ich wäre schon an dem Punkt, jetzt geht es hier rüber und wir halten uns natürlich wieder mit unseren Abseilen, ja, ist klar, wir müssen uns abseilen. Und dann geht's hier unten weiter, ach, das ist es. Na, nicht umfallen. So, wir sehen jetzt da vorne die Wand, da können wir klettern. Und da drüben sehen wir es schön, diese weißen Kanten, da können wir uns entlang hangeln. Und wir nehmen jetzt erstmal ein bisschen Anlauf. Ich habe hier natürlich noch gar nichts gescannt, ne? Hier gibt es auch nichts großartig zu entdecken, okay. Also, rennen, X und dann hängen wir uns natürlich mit unseren, ja, wie heißen die ja eigentlich, ne? Sind das Steigäxte? Weiß nicht, ob die so heißen. So, hier geht's weiter. Ich bin froh, dass ich das vorher schon mal gespielt habe, denn ich bin hier so oft runtergefallen und gestorben. Ich habe nicht gewusst, was ich machen muss, wenn ich mich immer nach unten orientiert habe, aber wir müssen nach oben klettern. Und hier sehen wir es auch wieder, die beiden Wände hier. Ach, so, und hier haben wir die besagten weißen Kanten, da können wir uns nämlich dann auch entlang hangeln. Das ist alles ganz schön tricky. Genau, hier geht es nach unten, da müssen wir uns ein wenig abseilen, bis wir an dieser Kante hier sind. Oh, jetzt kommt es ins Schwanken. So, Wandlauf und da geben wir mal ordentlich Gas. Da kommt dann später noch eine schöne Szene. Da müssen wir dann auch mit Schwung das Ganze hinbekommen. Die Statue blickt zu dieser Höhle.
Okay, abseilen. Halte ich für das Vernünftigste in dem Moment. Ah ja, schwingen müssen wir jetzt hier, genau. Und zwar halten Sie L2. Ja, versuche ich ja. Okay, zurück, vor, zurück und vor und dann gerade so. So, Jägermond. Dann wollen wir noch mal die Ruine, den Tempel, die Grabstätte, die Höhle betreten. Wir sehen da drinnen schon das erste. Okay. Wir betreten die Höhle. Er, Jona, behält Trinity im Auge. Und wir laufen hier natürlich nicht. Wir rennen hier natürlich nicht durch, sondern wir sind da schon achtsam. Hier haben wir Pilze. So ein bisschen achtsam, wo wir da hintreten. Da gibt es sonst nichts. Da müssen wir durch. Da kommt dann. Ah, okay. Ja, das ist die Stelle mit dem Wasser, die ist blöd. Da werde ich bestimmt. Ach, halt. Da muss man mal gucken. Da muss man echt gucken. Da nochmal schauen. Da unten. Manchmal ist auch ein Seil gespannt über den Weg, ist eine Falle, die ausgelöst wird. Da muss man ja schon mal drauf achten. Wir gucken uns jetzt erstmal hier um nach. Bevor ich da. Okay. Da haben wir schon mal das erste. Dann gucken wir auch mal hier in die Seitengänge. Da haben wir doch ein Fass. Eine Vase. Kein Fass. Das ist das nächste, das müssen wir dann kaputt machen. Hier können wir auch nochmal schauen. Ah ja, untersuchen. Ein Maya-Monolith. Die Inschrift ist unleserlich geworden. Da oben bauen wir da alles Mögliche. So, jetzt schauen wir hier nochmal. Das ist aber nichts. Da haben wir noch was. Ah ja. Wandgemälde. Wir suchen sich Wandgemälde, um ihre alten Dialekte zu verbessern. Alles klar. Dann wollen wir es mal lesen. Supi. Okay. Herz der Schlange. So. Dann wollen wir mal. Ach so, ja. Das können wir natürlich machen. Das ist jetzt was, was wir jetzt öfters machen müssen. Drauf und ziehen. Dieser. Ja, das ist schon das. Da ist schon das erste. Die erste Falle. Wir sehen es hier. Können wir jetzt mit dem Messer natürlich deaktivieren. Zack. Und dann müssen wir uns mit der Kreistaste ducken und mit runterlaufen. Dann ist das soweit okay. Da oben ist jetzt nichts weiter. Und hier, ja, jetzt duckt es sich automatisch. Können wir nochmal reinschauen. Da schon dann geht automatisch an, übrigens. Da kommen jetzt lauter Ratten. Kein Problem für uns. Und hier haben wir doch schon. Ja. Was ist das hier? Und hier kommen wir R3 wegen den. Vielleicht ist das unter Wasser hier. Aber vorher schauen wir uns hier natürlich noch um. Da haben wir zum einen diese. Was heißt Pilze? Da ist ein Raum. Können wir mal reingucken. Da natürlich hier wieder Pilze. Und so, okay. Drüben steht noch eine Vase, die nehmen wir auch mit. Ist auch gut, wenn man so einen Instinkt hat, der einen dann auch
sowas zeigt. Ah, da drüben haben wir was. Jetzt wird es nämlich langsam tricky. Das kann ich hier, das kann ich gar nichts machen, schade. Da leuchtet was. Das ist ein Wandgemälde. Ah, da kann ich graben. Cool. Was habe ich bekommen? Ein Fähigkeitspunkt. Das ist ja mal klasse, ja? Ein Fähigkeitspunkt, wo ich hier gegraben habe. Okay, dann machen wir mal weiter. Jetzt müssen wir da drinnen rumschwimmen. Das wird ja ein Spaß. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Da hinten. So, jetzt schwimmen wir erstmal ganz normal dahinter. Das schreit ja schon mal an irgendeiner versteckten Höhle, oder? Nein. Okay, keine versteckte Höhle. Wir müssen da runter. Und dann wollen wir mal abtauchen, ne? L3. Also los. Da geht's runter. Und dann geht's hier durch. Na komm schon, da haben wir was entdeckt. Dann geht's hier weiter. Dann müssten wir eigentlich hier wieder hoch. Da haben wir noch Schwämme, okay. Jetzt haben wir die kleine Höhle entdeckt. Jetzt geht's hier weiter, das nehmen wir mit. Und dann wollen wir hier durchschwimmen. Da müssen wir uns durchquetschen. Macht sie von alleine. Da ist die blöde Moräne. Die werden wir dann auch noch später treffen. Hier geht's. Ah, der ist ja schon. Auftauchen zum Atmen. Einmal. Und da wollen wir weiter, ne? Ah, nochmal. Okay. Ach so. Nein, das ist die. Das ist die Stelle, wo man atmen kann. Ja, man muss dann jetzt nicht zwingend. Na, kann ich nicht eine Sequenz. Das ist schade, ne? Da bringt es ja nichts, wenn man auf der Dreiecktaste rum. Okay. Und hoch. Und hoch. Nach oben drücken. X halten. Da kommt ein Stein. So, komm Mädchen. Und hoch. Das ist so eine Angewohnheit, auf X rumzuhämmern. Na komm schon. Kommst du hoch? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und hoch. Wow, beim ersten Mal. Wie oft bin ich hier gestorben, weil ich da nicht durchgekommen bin? Es ist schon nicht einfach. Ja. Puh, wir sind oben. Und wir sehen hier schon. Wir sind hier in einem weiteren Teil. Da gibt es schon was zum Holen. Perfekt. Schon wollen wir die Instinkte einschalten. Da geht es dann weiter. Heißt, da gucken wir uns aber. Ne, da geht's weiter, ne? Hier geht's weiter. Hier ist aber. Was heißt das? Fehlende Ausrüstung. Hier bräuchten wir ein verstärktes Messer. Ah ja, es sind dicke Taue. Wir können nur irgendwas dünnes Seil durchschneiden. Und auch hier erstmal vorsichtig, ne? Nicht. Da vorne sehen wir es schon wieder. Eine Falle. Gehen wir mal langsam hin. Zack. Und der Kreistaster ducken und durch. Da geht's nach unten. Geht's hier nach unten? Da geht's nicht nach unten, da geht's nach oben. Und zwar klettern wir hier ganz geschickt hoch.
Und dann haben wir hier eine Pyramide, ein unterirdischer Tempel. Jetzt müssen wir auf die Spitze der Pyramide. Okay. Jäger Mond. Auch ein schöner Name eigentlich für diese Quest. Hier gibt es natürlich jetzt. Der ist halt bei einfach. Ne? Bei einfach wird dann gezeigt, okay, du musst hier, hier und hier lang und dann passt das alles. Das finde ich eigentlich ganz angenehm, weil ich halt wirklich vom Rätseln her überhaupt nicht gut bin. Ja. Und wenn das Spiel nicht ab 16 wäre, dann würden wir es auch zu zweit spielen. Weil ich habe ja einen Rätselexperten hier. Springt es nach vorne. Und. So, genau. Da klettern wir zu. Und dann geht es hier an der Wand lang. Also. Okay. Unser Ziel, erst einmal das hier einsammeln. Ne? Das ist Holz. Das ist schon mal nicht verkehrt, wenn man das hat. Und dann müssen wir dort hoch. Und zwar. Da war irgendwo. Ah ja, hier geht's weiter. Das können wir mitnehmen. Und da hinten, das können wir auch mitnehmen. Okay, ist die Plattform. Ja, das sagt es jetzt als Tipp, ne? Das nehmen wir auch mit. Okay. Und da ist die Treppe, die uns nach oben führt. Wir wollen. Ah ja, da ist der Wagen. Den wollen wir da mal durchstoßen. Okay, und auf geht's. Ja. Ach so. Ach so, das habe ich jetzt verkehrt gemacht. Ich hätte. Das muss ich mir zurückschieben, oder? Geht das? Ne, geht nicht mehr. Was mache ich jetzt? Ich habe es kaputt gemacht. Vielleicht doch mal mit dem. Ah, okay. Ich habe vergessen, die Tür zu öffnen. Ich dachte eigentlich, dass der Wagen durchbrettert, aber dem war nicht so. Da mussten wir jetzt gucken, dass wir erst die Tür öffnen und dann den. Da oben ist auch noch was, ne? Da kommen wir gleich hin. Jetzt zeigen uns natürlich die ganzen. Den Weg an, den wir gehen können, ist auf einfach, ist es halt so, dass wir dann den Weg angezeigt bekommen. Ich habe jetzt eigentlich die Instinkte nur eingeschaltet, um zu schauen, ob hier irgendwo Kisten sind. So, da komme ich rüber. Warten, bis es wieder schwenkt, ne? Ah, das war die falsche Richtung. Okay, jetzt bin ich auch mal gestürzt. Kann hier auch mal passieren. Okay. Wir wollen zur Pyramide, ist auf jeden Fall dieser Weg hier. Und okay. Wie war das jetzt wieder gewesen? Da irgendwie, da muss man hoch. Da komme ich. Da muss ich springen, ne? Ich habe da eigentlich gar keine andere Wahl, als in die Richtung zu springen. Da geht's nicht rüber. Der hier. Da oben ist der Ding, ne? Wo ist jetzt die Leiter? Da oben, also ich muss da oben hin. Ich komme da niemals rüber, wenn ich springe, ne? Das ist natürlich jetzt blöd.
Was habe ich hier noch? Nochmal einschalten. Da muss ich hin. Ach so. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, wie es da weitergeht. Wir müssen nämlich so und dann hier hin. Und dann kommen wir aber zurück, ne? Das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja nach oben. Ich glaube, ja, das Problem. Ich glaube, der Wagen hat zu wenig Geschwindigkeit gehabt. Und man müsste das Ding jetzt zerstört werden. Ja, was mache ich jetzt? Stehe ich da, ne? Muss ich da anfangen, wo ich das letzte Mal gespeichert habe? Also werden wir es auch machen. Ich habe die. Er muss mit einer größeren Geschwindigkeit da drauf fahren, damit er zerstört wird. Diese Plattform. Okay, ich speichere, fange jetzt nochmal von dem nächsten Speicherpunkt an und dann gucken wir uns das nochmal an. Und bis dahin wünsche ich was, macht's gut. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Im nächsten Teil geht es selbstverständlich weiter. Hat es euch gefallen, dann lasst einen Daumen da, kommentiert das Video oder wenn ihr keinen weiteren Teil verpassen wollt, abonniert uns einfach. Wir freuen uns darüber. So, und dann verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch viel Spaß mit den anderen Videos. Macht's gut, bis bald.